Und auch sehe ich hier in Bolivien mit dieser Klosetaub. Dieser Klose ist auch ein Mensch, der im YouTube Videos gemacht hat. Ja. Dankeschön, Isaac, dass wir ein bisschen vertellen, der wir hier im Bach, in der schönen Natur. Ja, so wie ihr seht, er hat auch Videos gemacht. Ich war gerade einmal in kleinen Nennblender hier. Und aber nun kann er eigentlich nicht mehr. Aber Isaac, bloß gerade einmal, und wohne hier in Bolivien bist du? Und wir wohnen in Jacuiva, in Del Sur, Colonia del Sur, oder Südkolonie, oder Colonia El Brial, wo das genannt. Da bist du all hingekommen oder abgewachsen? Nein, abgewachsen sind ich in Mexiko, geboren sind ich in Mexiko. Ah, mit wie vielen Jahren kommst du hier an? 32. Ah, okay, du bist all lang. Bist du all befreit? Ja, wir hatten all Feierkinder. Und dann musst du da Land abmachen und jünd wirtschaften? Ja, wir hatten dann die erste Feiermonat, da wir dann nach Charagua und dann da hatten wir eine Schwierpaar, wir fuhren dann mit dem Such und dann da wir da erstmal raude, ja, das wieder aller Bosch. Und dann da wir da ein bisschen was Taupen die Olen von halten und dort wir dann ans Anfang. Okay, und du bist aber doch irgendwann, hast du die zu Jesus öffentlich bekannt? Den 18. August 2016. Kannst du ein bisschen vertellen davon, was dort passiert? Ja, sei jeder. Ich habe vorher auch viel gebetet. Ich habe, wie alle, eine gute Gemeinschaft mit Gott. Aber ich habe mir immer, wie es mir der China nicht gesagt hat, wo ein Denker oder wo ein Mensch sich wirklich zu Gott bekehren kann, dass er ihn sehen, Jesus Christus annehmen kann. Da hat mir niemand nicht mehr gesagt. Und mit einmal schaffte ich, dass der ich Tüßer bestarb. Ja, ich mit einmal schneide ich mir da bloß und ich sage, Jesus. Ich würde sich hier mit der ganzen Bevölkerung hier in der Kölnie, möchte ich die dein. Hattest du da einmal war da gebetet, dass das möchte mal passieren? Aber ja, jeder, ich hatte viel Gemeinschaft von mir an. Ich denke, mal so gesagt, ich wie ein Beter als Daniel. Ich denke, viel, aber dreimal am Tag ab meinen Stapen ab und da habe ich gebetet. Viel, ich habe viel gebetet. Mhm. Mit einmal dann. Ich knall mich einfach durch und dann die sagte Jesus, dass ich hat viel gebet für den Ältesten in der Prediger. Wir sollen noch mal ernst sein, wo Gott lässt, dass man ans junge Falter ging. Mir hilft das große Sorgen, wo jährt man ans junge Falter hin, oder wo sehr wie Handgeroden mit ans Falter. Ja. Und immer sage ich an mein Gebet, Gott, wisst ihr dort? Und mir einmal einen Tag, dann sage ich dir, immer war er, nur mein Gebet, ich kriege immer Antwort, auch Futz. Aber wir haben eine Nase Stimme, die sagt, guten Seite dort. Oh, wei. Sie, wo wollen die mich glauben, aber ich sage, wenn dort mein erster Dienst ist, ich gehe. Mir einmal einen Donnerstag, Marius, dann sage ich von Santa Cruz nach Hause gekommen und danach über die Reste. Wir mit der Tidja Tüß und dann, ich würde mal ein kleines Stückchen anheben. Und dann, naja, aber dort, über Tag dort, schlappt ja nicht lang. Und dann, nach ab und dann, arbeite ich dann mein Taier. Und wir wohnen bis hier die Kuh. Ich nehme einmal dann, sei ich dort, dass du sein Charakter, mit dem ich reden soll. Und dann sage ich, da gehe ich von der noch nicht hin. Ich muss mir erstmal was ausarbeiten, was ausprachern mit Gott, was ich dort überhaupt reden soll. Und nicht habe ich dort bestanden, weil ich mir so viel gebeten habe, dann nimmt der Herr Jesus meine Erde auf. Dort. Und ja, ich sage, ich kann verstehen, wer mir nie in die Kleider zu holen hat, wer mir schieben hat. Ich sage, ich will gehen. Ich unbefehle die mich. Und du sagst, wir sollen nicht fürchten, zur rechten Zeit, was uns eingefallen wird, wie. Reden sollen, dort der wir nicht weit vorher uns all vor ihm jagen, nicht? Ja. Das war der Herr ja erst durch uns. Und so lehnte mir der Obermessfurt auf, dass die nicht lange schickte mit trägen Hüs. Und ja. Dann, als ich dann Hüs ging, dann ging ich, eine von den Predigern sag ich sogar, sag ich da,
Das wird vielleicht wird das Geld, wenn du die mal in einsame steht, sagst du ein Betsmal. Lied ich sage, ich kann mein Gebetsgebiet nicht. Ich habe viel Gebet für Jünd und für mich. Für mich und für Jünd. Wahrer und wahrer. Aber ich war drei und dann noch wieder. Aha. Und dann gehe ich drei und dann gehe ich bestanden ab und da kann ich Jesus annehmen. Ah, das wird der Moment. Du hast dir einen Dienst getan, einmal den, was du sagst. Und dann trägst ja, und dann sag ich, nu check ich mal, nu sind ich ganz durch. Ich versuche hier, die mit dieser Top dein. Ja. Sie wollen nicht, da will ich allein. Ja. Dann kommt Jesus check, in dein Hort. Check ich mal in mein Hort. Wo ist das? Ich habe nichts abzuweisen. Ja. Das ist sehr drahtig, das ist viel Bein, was du gar nicht für Nandje hören. Halb du mir das auswaschen, das reinwaschen. Und komm du da einfach nähen. Und pass ab, dass du nicht was nankommen, was die du was ein Hindernis sind. Du sollst dir an mein Hort gemütlich feilen. Mhm. Dann kommt der Herr ja jetzt so über mir, dass wir einmal so ein Herd. Ja. Und ich habe keinmal mehr getwiebelt, was ich Jesus angenommen hat, oder was nicht noch fehlt. Das wäre deine Bekehrung. Das wäre meine Bekehrung. Ja. Und dann sage ich so, nun sind ich bekehrt, nun sind ich ein Kind Gottes, nun möchte ich auch dein. Ja. Aber ich sage, Paulus, der sagt an Timotheus, dort wie ein junger Bekehrer soll nicht durch den Rütt gehen, dass der nicht mehr einmal kann hochmütig werden. Er soll erst mal lehren. Ja? Ja. Und ich sage zu Gott, ich war versichert, ich habe deine Stimme achten gegeben. Und wenn du mir erst sagen willst, dann will ich Rütt gehen und predigen. Das ist gut. Du hast bestimmt dann sehr viel Bibel gelesen und dort hören zwar erzählt. Du hast dann aber auch Lothar Videos gemacht, was ich am Anfang erwähnt habe. Und aber irgendwann, da steht ein Freund, raubt mich an, Philadelphia, dass du mit Augentrubel hast und die wollen einen Augendoktor. Und die sind dann gekommen. Was weh, weil ich ein Auge versehen habe einmal? Ich hatte 2022 im Februar irgendwo mit einmal verlor ich Besinnung und ich fall einmal und noch einmal. Und das war zum ersten Mal bloß, das bleibt einmal, dann stand ich war. Zweite Mal wie aber dann switcht er einmal ganz. Weiter war nicht von wo lang und dann von da wieder, dann war ich an mein Überlicht, das war das Wendja. Und nun im Moment, nun ist es dann schließlich alle Februar, März, April, Mai, nun sind wir im Juni. Einmal schlechter. Nun ist es so viel schlecht geworden. Dann war die ein dort, da kommt die, wirst du all wo unterwegs gewesen im Logo, ja, in Bolivien? Ja, wir all. Und sie sagten zu mir, die wollen mir gar nicht sagen, was mir wäre. Und sie sagten bloß, cuídese mucho. Ah ja. Ja. Na, ja. Dann sind sie bei Philadelphia gekommen und ja, da hast du dann mit dem Doktor geredet, was. Und wir mögen noch filmen, dass wir da in den Kopf stachen. Ja, aber erstmal vom Doktor auch Doktor. Ja, ja. Was sind die? Na, ich schaue das so oft, mit was ich mich früher aufregen hat, was ich sein kann und was ich nicht sein kann. Und dann sagt er, das linke Öl, das checkt nach 5% und das reicht das nach 15%. Oh, das ist aber sehr wenig. Sehr leicht. Aber er sagt, als wir hier bin, er sagt, dass das nicht unbedingt an den Augen lag. Ja, er sagt, das liegt nicht, deine Öl und die sind quatsch. Sagt er dann, aber das ist das, anderlich, das ist so ganz malzig, das ist so. Also, so viel als ich verstand, seht ihr die Verbindungskanal nach den Augen. Von hinten, wir haben mal einen Film gemacht, wo der Augendoktor das vertalt hat, hat ich auf meinen Kanal. Die Kabel nach den Augen, die leiten nicht durch. Ja, ja, exakt. So verstand ich das. Ja. Und was raucht ihr die dann? Weil in der Ursache, sie stellen einen Tumor vor. Ja, ihr raucht die so. Eine Tomographie machen. Eine Tomographie, ja, korrekt. Also der Augendoktor sagt, dass das nicht an den Augen lag, dass das eigentlich an den Kabel lag, würde wahrscheinlich bedreht worden. Ja, ja. Dann sollte die eine Tomographie machen. Ja.
Das war dann auch sehr hostig organisiert. Und da haben wir auch wieder gekriegt am selben Tag? Nein, am nächsten Tag. Oh ja, das nächsten wir, Tag, ja, ja. Morgens. Das war noch Mittag. Exakt, ja. Am nächsten Tag, Futsmorgens. Ja, ja. Ja. Sehr best reich. Und dort Ganze wird dann noch eine Ascension geschickt. Mhm. Und komm aber schwind drei. Komm schwind drei. Vielleicht nun, schien wir Eier aus dem Dach, ja? Ja. Und nun da reichen wir erst mit nächsten Tag. Und dort kommen noch den selben Tag drei. Ja, so. Und nun Mittag wirst du dann bei dem Doktor in La Plata, ja. Was hat er dir für eine Antwort gegeben? Und dann sage ich, da, das hat mit einem Tumor in ihrem Kranio zu tun. Dort der Tumor von 2 mm mit 1,9. Und wann steht es dort? Na, in ihrem Kranio, das ist dort so, das Kranio ist hier die Neck und dann du so, du unten irgendwo, ja. Und was operieren? Na, ich sage nee, dass du, wo alle Nerven kommen, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht operieren. Was ging dann an die Fähre, als er die Antwort gab? Was bitte ich eigentlich jetzt an mich? Hast du ein bisschen mit dir reden? Endlich ein Bett, als man. Das ist ein ganzes Ding, was Gott mit mir verhaf. Für eine Ursache habe ich dort was zu kommen lassen. Ich nehme an, ich will mir weltlich was lernen mit dem. Und ich will nicht mit mir selbst irgendwas tun. Ich will anbrücken. Und ich will sich durch mich verherrlichen und irgendwo. Dort ist, hat alles in seiner Kontrolle. Und irgendwo wird er zu rechter Zeit. Das rechte Daunen. Und dann ist der Tumor weich. Kriegst du nun mit Medizin, dass die Kopf weich von Ferien auch? Nicht unbedingt der Kopf. Ich habe hier Eier gemacht, ja, das ist nicht möglich. Aber nicht unbedingt große Weide. Ich habe nicht große Kopf wie der. Und nu, jij die bloß een klein beetje wat medizin, of jeft het eigenlijk niet of helemaal? Na, eine spraat bloß om schwalzen beetje nulloten en dan jeft het mij 10 tabletten met. Oké. En dat tot vandaan, dat als je nu gauw dan maar naar het trek, dat tot slechter, nog eenmaal slechter zijn, of dat blijft het nu nog? Ik geloof dat als dat eigenlijk met je zo ongeholen, dat is niet beter geworden, nog niet. Also, dass du mir vertalst, wie dort eine Mad kannst du nicht sein, aber ohne Siede. Ja. Wo der Piet kriegt nicht Handseele. Ja, ja, exakt. Ja. Da kannst du dort sein, und eine Mad wird dort anklar. Ja. So, er raut dich aber auch zu einem anderen Doktor gehen und das Ganze noch einmal analysieren und sehen, ob das wirklich nicht operieren geht. Ja. Du bist noch nicht gewesen, oder warst du nicht? Na, ich war erst mal meinen Doktor fragen, wann ich wo wieder fahren soll, wo, da will ich dort. Mhm. Aber wenn Heusig durch mich verherrlichen will, dann will ich anders lassen. Mhm. Und ich habe noch nicht Antwort gekriegt, aber ich war noch. Wenn Jeremia 33 sage ich, frage mich, dass ich die Antworten kann, dann will ich die großen verschlossenen Dinge aufbauen, was die immer sind, verborgen gewesen, was die immer sind, verschlossen gewesen. Seht der Doktor von La Plata auch, ob er dort wissen kann? Geraten werden kann? Ja, das hat vorhin angefangen, ganz bestimmt, ja, das kann geraten werden. Bloß, das geht einfach eine Sinnesicht nicht zu operieren. Na, das ist, was er meint. Ja, das, so hat er das auch verstanden. Das wird er dich bei all den anderen Nerven, gerade mit Lungen, irgendwo zu tun. Ja, ja. So, du sitzt nun mal, wo du wieder bist, wenn Gott auf einen Plan hat, dass er wissen soll und dass er alle aufträgt, du bist bereit, zum Amt zu gehen. Für mich ist mein Gewinns. Halleluja. Das ist mein Gewinns. Und wenn ich mich hier noch wieder brücken will, dann am die Erde für, was anbeleben hat. Ich bin sie nicht. Das freut mich, das ist gut, dass du so sagst. Vielleicht kannst du an den Tau hier raus, auch nochmal ein mutmachendes Wort geben, dass vielleicht auch für so eine Situation stehen, wo Emma vielleicht einen anderen schreibt, dass sie weiter, sie waren bald gehen,
Was kannst du denn für Teuer über? Well, like sei, gif nicht ab. Lot nicht los von Jesus. Mal aus, aus mir dann ganz am Anfang, als ich dann bekehrt wurde, dann habe ich sehr viele verschiedene Dinge belebt dann, die altknische Gesetz, so mal gesagt, entweder nicht tätlich, oder ich nicht mehr, wo ich tun soll. Und Gott hat mir richtig erlaubt, dass ich nicht mehr arm tun soll. Und ich hatte auch meine Frau entführt mit 97 Stunden. Und für mich war dort meine schwanzte Frau, die ich eigentlich so durchgegangen sehe. Ich wusste nicht, wo die war. Ich habe dann tüst, die erste Nacht, habe ich dann danach über von Bad Klock 12, habe ich Bad Klock 12 danach, habe ich dann meine Frau gesagt. Und wie sagt der nicht Funk? Ging ich da hing im Dach und da habe ich dann danach über Gebet. Und da sei ich zu Gott, ich wollte die Bibel merken und gebte mir eine Antwort, ob ich erreich sie oder ob ich erreich sie. Und da ist für mich Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist ein gutes Schlusswort. Das ist sehr guter Vers, was man den Menschen mitgeben kann. Und dann den Vers geben könnt ihr mit. Ja. Und ich sage bloß, weil wir uns an den holen, der das Wort geschrieben hat, wenn das ein Leben wird. Und mit mir ist noch immer nichts nicht Schlimmes passiert. Ich bin hier im Leben, mir geht es gut. Ich habe sehr, sehr schwer das Überlicht. Das ist viel zu Tag, wenn ich wo, bloß Jerusalem check. Am Dachen, aber heiße dann, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ja. Welche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ja. Gut, danke schön, Isaac. Wir würden noch viel weiter zu vertellen, aber unser Zeit ist aufgerannt. Ich wünsche dir alles Gute wieder und Gott befohlen. Amen, Amen. Ja, so Gott sei mit allen werden sie hier zu Hause.